Logisch, wenn neu drauf steht, sind wir da. Die beiden Tobis vom Caravansalon in der Halle Hi C. again. Für Dinnewier, Leipzig, Potsdam und Berlin. Ich könnte schon Lieder ausmachen, aber ist schön. Leipzig, Potsdam und Berlin gibt es den Dinnewier. Vorstatistik 39 LF. LF ist Face to Face und L ist für Heckbad in dem Fall. Für Heckbar. Heckbad. Oh, schön. Ja, freue ich mich drauf. Also Spicker hängt dran, aber das wusste ich zufällig. Ja. Und der ist neu aufgesetzt worden. Es gab den 699 LF, habe ich bei den in Leipzig gefilmt vor einem halben Jahr. Könnt ihr gucken. Aber die neue Generation Modelljahr 25 auf Ford. Wir fahren mit dem Ford Schick. fort. Jetzt mal gucken. Und ich finde ihn gut im Ford. Ich habe Ja. einen Testwagen gehabt über längere Zeit. Und Sechsgangautomatik, ich glaube jetzt dann sieben, hat einer geschrieben. Keine Ahnung, weiß es nicht. Schaut mal nach. Und das ist lustig, wenn du Zuschauer dann mit einbeziehst, dann recherchieren die selber. Ja, ich kann eh viel von euch lernen. Das bin ich mir Ja, sicher, ne? helft den Das ist Tobi, so. wenn er den Ja, Kanal genau. weitermacht. Ja. Ihr könnt ja abstimmen am Ende des Caravansalons. Tobi Ja. ja oder Tobi nein. Oder ich nein und ihr ja, wie auch immer. Ja, die meisten werden dafür stimmen, dass du weitermachst. Da bin ich gleich dabei. Nee, weil viele Ja. haben sich schon gemeldet auf die ersten Saison und gesagt, ja klar, wir brauchen wieder einen Tobi, alles cool. Ja, Ist auf jeden gut, Fall in das guten wäre Händen. schön. Bei Forster Ja. stimmen übrigens die Typenbezeichnungen auch mit den Fahrzeuglängen überein. Das ist nicht überall so. Bist du schon fortgefahren? Nein, soll ich gerade sagen, also Ford kenne ich nur aus dem Pkw-Bereich. Für mich wirklich neu. Ich sag mal so robustes, solides Cockpit. Ja, Da ist so mittlerweile hat einfach, Ford das gute ne, Griff. kann man. Ja, schmeiß ihn mal rein. Ist der Schalter. Die Ja, meisten auch. kaufen dann 170 PS Automatik. Drunter gibt es den nicht. Alle wichtigen Sachen auf dem Lenkrad verfügbar. Ich mag ihn. Pioneer kann man mitarbeiten, ne? Genau, So, das geht. ja. Da gab es schon andere Lösungen. So. Ja, ich hatte schon Lösungen, die hätte ich am liebsten rausgeschmissen. Ich nenne jetzt keine Markennamen, aber viele fahren ja eh schon mit Google Maps und kaufen nur normale Radios oder so. Ja. Bleibt euch überlassen. Da ist ja halt mal dabei. Ja. Alles da, was man braucht. Gehen wir mal Sogar ein außen, Lenkrad. außenrum Sogar ein nochmal. Lenkrad ist Ja. dabei. Verrückt. Immer außenrum. Sachen gibt's. Das Grau finde ich okay. Also vom Geschmacklichen wieder eure Sache natürlich, aber ich finde, es ist ein Slim übrigens, sehe ich gerade. Also er ist nicht schlimm, er ist slim. Aha. Das heißt also, ihr habt einen schlanken. Ist jetzt im Überstand immer automatisch, wenn ihr auf dem Fahrzeug hingeht. Manche wollen das halt einfach, falls sie in der Toskana engere Wege fahren können. Aber ich glaube, der dürfte 2,15 haben statt 2,30. Kann Oder man gerade mal gucken. sonst wo. Wir gucken mal mit euch aufs Preisschild. Da sehen wir nämlich massivfahrbereiter Zustand 2,8. Also für zwei, drei, vier Leute mit Urlaubsgepäck kein Problem. Und wie du sagst, 2,15 Meter. 15 stimmt? Oh, Ja, wow. genau. Ja, cool. Heizung, Kombi, Gas. Unser Spicker wieder hier. Messepaket haben wir dabei und kostet hier 68,199. Ja, Also das ist echt sehr fair. ist in den heutigen Ja. Zeiten, ihr müsst entscheiden. Und auf der Messe noch 5 Jahre Garantie auf die Forster. Auch nicht zu verachten. So Kann 50 man kann ich mitnehmen. als Kann man mitnehmen. Intensivnutzer Ja. durchaus sagen, Also ich wenn habe da was Garantien von. da sind zum fairen Ja. Kurs, sollte man die immer noch mit anschließen, gerade bei Neufahrzeugen. Es ist halt doch vielleicht mal was. Wir haben noch eine Garage. Komm, also kurz Garage gucken. Da stehen Da natürlich steht das meine ganze Zubehör Wasserflasche drin. drin. Deine Wasserflasche, für Ja. uns das Wichtigste, eine Wasserflasche. Ihr habt einen Durchgang für Hundebesitzer. Gerne eine kleine Box einbauen oder so. Fahrräder bringst du rein, Grill, Möbel. Finde ich super. Habe ich auch, dass ich, ne, hast du natürlich beim Heckbad häufig, dass du hinten die Durchreiche hast und das ist total praktisch. Ne? Einfach mal von der Seite Einkäufe reinstellen oder du Das Wetter ist lagerst. ja nicht immer schön. Ja, oder du Machst du innen lagerst durch. irgendwas hinten, wo du einfach dann auch drankommen kannst. Finde ich total praktisch. Wir hatten vorhin auch Also. das Thema hier, Heck. Das hat schon das 25er Heckchen bekommen, die Neuheit. Ja, schick. Mit LED. Jo. Let it be. Nee, in dem Fall nicht Let it be, sondern Must-Have im Zuge der Fahrsicherheit. Das bringt schon enorm was. Ich freue mich, die letzten Jahre über LED kam. Das ist einfach heller und geiler. Und Hinten Auffahrunfälle, die ja. Unfallursache Nummer 1 mit Ja. Wohnmobilen, ne? Da wird man besser gesehen. Ja, absolut. Also auch von der ganzen Dynamik und LED ist schon ein Quantensprung in der Lichttechnik. Wollen wir jetzt mal alle. Markise ist drauf und dran. Ich flitze mal rein. Tür ist ein bisschen breiter als die Standardtür. Keine echte dicke, fette, große Tür. Aber du kannst hier halt mit der Kiste einfach so reingehen. Du musst nicht irgendwie da schräg reinfieseln. Und dann der übliche Yachtboden.
Und da sehen wir schon face to face. Ein Bauch. Plissé in der Mitte anfassen. Ne? Immer gut zuhören. Ja, es schadet nicht, wenn man es sich gleich angewöhnt. Ja. Der Hund läuft sowieso mal durch, oder das Kleinkind, wie auch immer. Oh, guck mal da draußen, der Nachbar. Und zack, ist das Plissé im Arsch. 1,85 geht. Unterm Hut. Ja, aber jetzt, ne, die Haare 1,7. Aber das ist Respekt. Ja. 1,85. Ja, das allerdings. Richtig gut. Da gibt es Bettendorf. Ja. Auch hier eine Stoßkante drauf. Sag's gleich mal dazu, für Leute, die dann über 1,85 sind, du drehst dich mal um und kommst dunk. Und wenn das dann eine nackte Kante ist, ist es ein Cut. Ja. Und die hat man echt gleich mitgedacht. Ich erinnere mich an ein Video, wo du darum gebeten hast, darauf zu achten. Darum habe ich die Kappe. Hier ist es drin, ja. Darum habe ich die Kappe, nicht nur die Werbefläche, das hat mich schon oft mit meiner Größe geschützt. Ja. Aber die Kappe, weil wenn du nicht nur in den Kissen aufhältst, dann ist unweigerlich jedes andere, boom. Geht schnell. So. Dadurch, dass du so oft wechselst, gewöhnst du dich halt auch nicht dran. Ja, es wird schwer. Deswegen habe ich auch den manchmal beliebten Dachschaden bekommen. Ja, genau. Wir haben schon aufgefallen. Ja, gell? Fällt auch kaum auf. Wir haben eher einen Vierlieger, wobei die meistens mit zwei gefahren werden. Du kannst unten ein Bettchen bauen, Tisch absenken, seht ihr am Teleskop. Oben haben wir ein Riesenbett. Also lässt ihr einfach runter. Nicht vergessen, 6,39 ist dieses Fahrzeug nur groß. Ich finde den Innenraum halt bei Heckbad ein Mega-Raumgefühl. Ja, da werden wir jetzt mal den Vogel beobachten. Man dann, also, ne, drehen, das ist die Höhenverstellung. Ja, das, allerdings, wie klappt man den denn aus? Ausklappen. Also dann, du brauchst aber hier die Ablage, ne? Das darfst du genau, sicherlich nicht so hängen lassen. Genau, wäre jetzt nicht belastbar. Da gibt es einen Auszug dazu. Und hier ist der Hebel, dass man auch in die Richtung verschieben kann. Und hier ist Absenken mit Runterdrücken. Und ich suche aber selber gerade, wo holst du denn den Unterleger raus? Ist der hier? Was ist das? Hä? Ach, die schieben drüber bei Forster, glaube ich. Pass mal auf. Da drüben ist noch einer zum Aufmachen. Genau, guck mal, da hat drei Hübelchen drunter. Jo. Und jetzt haben wir die seitliche Schiebung, aber immer noch nicht. Ah, Moment, ich weiß, was es ist. Trigano. Machst du mal halt, ja? Wir lassen es einfach drin. So schiebst du drüber, hast du? Dann machst du so und dann machst du so. Und jetzt haben wir es geschafft, ja, wir zwei. Und jetzt ist es safe. Aber nicht drauf springen, nicht tanzen drauf. Ist kein... Und möglichst wenig belasten, trotz allem. Ist aber ein sehr solider Tisch, da gibt es wackelige Geschichten. Ja, die Konstruktion ist auf jeden Fall robust. Ne? Da, oft hast du da nur so einen Auszug mit zwei Schienen, das hier hält. Ja, ich habe das gelernt. Trigano-Koppel hat auch Mobilwetter im Programm und die haben immer schon diesen Tisch und der setzt sich anscheinend jetzt in den anderen Trigano-Marken auch durch. Klar kompensiert man das zusammen. Also wieder, zack, zack, pum, weg. Dann kannst du wieder schieben, hast den Durchgang während der Fahrt oder drehst den Tisch durchs Runterdrücken dieses Hebels und dann friegelst du während der Fahrt und knallt er immer in der Gegend rum. Ja, schon haben wir es geschafft. Der kann was, der Mann. Naja, Quatsch, das war als Rennerzufall, dass ich das gefunden habe. Das war fast so zum Schneiden schon. Wir schneiden aber nichts, wir sind authentisch. Authentisch. Hast du das jetzt geschnitten, dass wir nicht herausgefunden haben, wie man den Tisch... Nee, ich habe nichts geschnitten. Wir lassen Eben. Oh, klar, andere schon normal. Hier nicht, oder? Nee. Willst du schneiden? Viel zu viel Arbeit. Ich kann dir nur abraten. Ja, und abgesehen davon, ich finde das halt, ich meine, euch geht es doch auch so, wenn ihr irgendwo in einem neuen Fahrzeug sitzt. Das ist doch, das muss man doch nicht verstecken, dass man da irgendwie gerade nicht direkt weiß, wie jeder Handgriff funktioniert. Nobody is perfect. Ja. Abgesehen davon, du hast ja gerne dann auch die Kollegen von den Händlern dabei. Ja. Und die wissen dann ja, wie ihr Fahrzeug funktioniert. So, dann, absolut. Aber fragt, wenn ihr auf der Messe seid, immer einen Kollegen hier am Stand, Kollege, sage ich, Verkäufer oder sonst was, wenn ihr euch nicht sicher seid. Fangt nicht selber an rumzudoktern, dann reißen manche an und machen die Fahrzeuge echt kaputt. Die Fahrzeuge machen während der Messe so viel mit hier. Da laufen im Schnitt durch jedes Auto 5000 Menschen die Woche. Es geht auch gleich wieder los, wir sind jetzt vor der Messe unterwegs. Isofix. Oh nee, tu es nicht. Jetzt kommt Isofix, hast du drin? Ja. Ja, sehr gut. Hat auch nicht jeder, muss man immer sagen. Baby sitzt dahin, safe in der Mitte. Aber Nudelholzdrohne hatte ich das letzte Mal vor 20 Jahren gefühlt. Immer wenn ich heimkam. Ich habe auch nicht dabei. Ich habe ja fast alles dabei, aber Nudelholz habe ich auch nicht. Das blenden wir ein, mach nochmal. Das kommt in den Thumbnail. Schau mal ganz grimmig. Wie geil. Ach so, meinst du? Ja, genau, wenn dann schon so. Geil. Und schon nochmal das erste Tobi-Thumbnail.
Natürlich, hier Dachgalerie sehe ich immer ein bisschen Stauraum. Großes, aufmachbares Panoramaruf. Quad is in. Das ist ein manuelles Moped oder elektrisch? Elektrisch. Ja, Diliketisch. jetzt Findet man einen können wir mal Schalter gucken, noch? wo er ist. Das hier sieht doch so aus. Dann machen wir. Nee, Ah, ach, das ist das der ist der Tisch. Tisch. Genau, Das der ist Tisch ja ist elektrifiziert. auch geil. Luxury, oder? Ja, habe ich nicht. Und nicht so doof, wenn man ein Hubbett darüber hat, ne? Kann man mitarbeiten. Guck mal, hier ist noch ein Schalter. Lichter gehen automatisch immer aus. Ich lege Das mich mal ergibt flach. Sinn. Es kommt, es kommt. Bitte immer bis zum Anschlag runterfahren, wenn ihr mit zwei Leuten Sport macht oder Yoga oder So, ich schläft. glaube, wir lassen das mal da, sonst. Erst das Nudelholz, dann erschlägt er mich mit dem Bett. Ja, zu zweit geht das. Bringst du Ja, es auch das wieder hoch? funktioniert. Ich komme sonst Ja, nochmal ist raus. gut. So. Warte, könntest du aber nochmal rauffilmen kurz? Dann Ja, sehen die Leute mal will die ich. Luxury-Liegefläche. So. Ja. Und wir haben natürlich Unterleg. Alles gut, Oh, bin jetzt gibt es durch. ja doch noch Verletzte. Ne, ist ja ganz gut zu sehen. Du Ja. kommst nämlich auch noch raus neben dem Hubert, ohne dich zu bücken. Hast du dann die Licht. Kindersicherung? Auch wenn ihr mal einen Sitzen habt und da oben schlaft, ich empfehle es immer auch als Erwachsener hochzumachen. Ich bin selber mal rausgepoltert. Zweit und Also Aua. liegt bei mir drin, nutze ich nicht, ehrlich Ja, du gesagt. bist Das ja ein muss bisschen jeder für sich tiefer auch. selber entscheiden. Ja, Also das Bett ist tiefer, nicht du. das ist etwa so die Aber seht ihr Tiefhöhe. mal, ihr könnt hier im Notfall auch noch ein bisschen, ohne hier ganz klein rauszukrabbeln, vorbeigehen. Ja. Das hast du oft bis hier, will keiner. Ja, kenne Und ich. das bei 6,39. Habe ich schon wieder vergessen. Hast du recht? Ist Also wirklich für klein. 6,40 Ja, das wirklich Fahrzeug ist beeindruckend. wirklich Ja. ein Kastenwagen, ein Ja. längerer Kastenwagen. Ja. Schon Schon geil. geil. Ja. So, dann machen wir noch Bad. Ja. Die Küche ist schick, schön. Heckbad mag ich ja sehr. Ja, du bist Heckbad, finde ich Ja. auch. Wir haben ja die gleichen Vorlieben. Also was Wohnmobile angeht, Wir wissen das das noch gar weiß ich nicht. nicht. Das weiß ich nicht. Will ich gar nicht wissen. Wer weiß, was wir noch für Ah Vorlieben haben, Gott, die. ist Ja. gut, dass ich gehe. Ja, meinst du? Ist gut, dass ich gehe. Schluss jetzt. Wir haben Print an der Wand und die Vorlieben beschränken sich bei uns momentan auf integriert mit Hubbett vorne und Heckbad hinten auf 7 Meter. Das teilen wir auf jeden Fall. Das Auto hast du, war auch mein Liebling von eurer. Aber das ist ja nichts anderes, nur auf Ford und teilintegriert. Tü. Ja. Hallo? Keiner da. Sag mal, natürlich, Heckbad verbindet sich immer über der Vorsicht, Garage mit verletz dich diesem bitte nicht an deinen Lieblingslampen da riesen oben. Stauraum. Ja, das. Ich kann hier richtig abrechnen. Ja. Und du musst das ganze fiese Erbe tragen. Der Shitstorm, den kriegst dann du ab. Einer der Gründe, warum ich Heckbad liebe. Du kommst halt einfach super an den Schrank hinten und du hast jede Menge Platz da über der Garage. Mega. Das. Zum Hängen ist da sicherlich auch noch eine Lösung drin. Also Ja. hier ist, ja, da ist ein bisschen vertieft. Hier. Hängen geht, erhängen Ja. geht nicht. Ja, nee, ist auch besser. Solltet ihr auch nicht machen. Schade ums Wohnmobil. Könnte es so weitergehen mit uns? Manchmal echt so ein Hast du das Shitstorm hier. gesagt, ja? Nee, nee, nee. Nimmer. Aber was ich immer mal probieren wollte, ist geil, wenn du an der Kamera ist. Du kannst wirklich auch mal reinsetzen. Ich bin jetzt 2 Meter. Keine Ahnung. Füße waschen, ein Kind reinsetzen, Ja. abspülen. Ja, ist so. Ich glaube, das ist so, wie du vorher gesagt hast. Radkasten mag man oder nicht, hat Vor- und Nachteile. Muss jeder Genau. für sich selber entscheiden. That's the point. Ja. Tür natürlich vom Bad. Finde ich schick. Ja. 6,39 Preis haben wir den schon geguckt. Um die 70, glaube ich, gell? Ich glaube, knapp sogar, ne? Schauen wir noch mal. Ja. Ich stehe hier vorne, hier ein bisschen niedriger, aber auch gut, ausreichend. Ja. Ah, das ist ein Handtuch. Ich brauche mal ein Handtuch. Nein, ich glaube nichts auf der Messe, um Gottes Willen. Bereichert sich einer Macht an das den nicht. Messefahrzeugen. Der Blitz soll euch treffen. Ja, es wird ist so viel geklaut auf Messen. Furchtbar. Also es wundert, dass die überhaupt noch was reinlegen. Deswegen das Nudelholz. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Und der Buddha, den streichen wir natürlich auch nochmal. Oder? Ja, bringt Glück. Komm nicht zum Bauch. Ja. Also, oder? Haben wir den Preis? Komm, ich schreibe dir Wir noch gucken zu. nochmal, komm, Wir geh gucken nochmal nochmal mit zu. raus. Ja, 68109. Wir haben übrigens noch ein paar Fahrzeuge in der Pipeline. Handschalter 130 PS, fahrbereite Masse 2825. Riesen-Benefit, Vorteil, Superpaket, Messe.
Also, Forsterstand, wenn ihr noch die Woche zur Messe kommt, auf jeden Fall vorbeigehen. Alle 10. Und vielleicht trefft ihr uns dann auch hier. Und ihr trefft die Jungs von Dinnebier an allen Dinnebier-Markenständen, sprich Euromobil, Forster, fragt doch Dinnebier Reisemobile. Challenger kommen auch noch Roomtouren, da gehen wir jetzt hin. Ah, geil, habe ich auch Bock drauf. Challenger habe ich schon als sehr Tipp kreative gehört. Marke. Ja. Absolut. Bin ich schon lang verbunden. Macht's gut. Tschüss, ihr Lieben, bis du nachher. Du weißt ja, was ausgeht, das Game. Da kannst du gleich mal drin gewinnen, oder?